Kai Julius, ist eigentlich keine Belastung. Ist eigentlich keine Belastung? Sagt er das gerade über seinen eigenen Sohn? Eigentlich? Heute wird's gottlos, Freunde, denn es geht um den allseits bekannten Kai Julius, Freunde, mit den schlimmsten Eltern der Welt. Seine Mom ist irgendwie, keine Ahnung, 55, 60. Keiner weiß, wo der Kai Julius heute abgeblieben ist. Mit der legendären Spiegel-TV-Doku, die E50-Eltern. El Magi wird auf heute reagieren. Wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, habe ich über den gehört. Ich habe diese Doku noch nie gesehen und es wird sehr ekelhaft. Viele haben mir geschrieben, ey Margo, guck dir das mal bitte an. Okay, es geht los. Bitte, das darfst du nicht anfassen. Bitte, das darfst du nicht anfassen. Sonst geht das kaputt, das wollen wir doch nicht. Bitte, das darfst du nicht anfassen. Stell es da bitte wieder hin. Mutter und Sohn im Museum. Der Altersunterschied zwischen beiden, 52 Jahre. Boah, 52. Du den Stein wieder dahin, wo du ihn hergenommen hast. Dieser Ton, in dem sie redet. Tu den Stein wieder dahin, wo du ihn hergenommen hast. Also soll die Mutter streng werden? Dann unterlass das bitte. Es ist jetzt definitiv Schluss, Kai Julius. Auch die Mom trägt einfach so Anzug und Krawatte. Also sollte man doch streng werden, wenn man allein schon von sich in der dritten Person redet, ja? Gefährlich. Sehr gefährlich. Du fängst jetzt an, Blödsinn zu machen? Es ist definitiv Schluss. Immer mehr Paare entscheiden sich spät fürs erste Kind. Manche sogar sehr spät. Vor 18 kriegt er eh kein iPhone. Er wird handyfrei erzogen, fernsehfrei erzogen, süßigkeitenfrei erzogen. Okay, sie ist sehr strikt, ja? Das mit den späten Kindern, das ist ja allseits bekannt, ja? Viel mehr Menschen erstmal auf ihre eigene Karriere achten und so weiter und dann irgendwann Mitte 30 darüber nachdenken, ein Kind zu kriegen. Früher war das ja ganz anders, ja? Da hat man ja schon Anfang 20, Mitte 20 Kinder bekommen. Okay, aber handyfrei erzogen ist ja an sich nichts Schlimmes, ja? Solange er nicht irgendwelche Nachteile davon in der Schule hat, etc. Ich hatte mein erstes Handy mit 13 und ich war sehr spät. Ja, damals war das noch so ein Schiebehandy von Samsung. Heutzutage natürlich iPhone und Smartphones, aber ich war mit 13 schon eher später in der Klasse. Auch nicht der allerletzte, ja, aber hinteres Mittelfeld, sagen wir es so. Also es kann auch gut sein, aber wenn man halt dann ein kompletter Außenseiter wird in der Schule, ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg. Vielleicht mit dem richtigen Konsum, das, ja. Aber ich bin halt kein Erzieher. Alles, was ich auch sage, sind keine fundierten Aussagen, weil ich habe noch keine Kinder, ja. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Alles klar. Ich will hier schlafen, das ist mein Bett. Ja. Das ist bestimmt angenehmer, in der Schaufel zu schlafen, als da bei deiner Mom zu Hause. Also wie die, ne? Aber laut wurde sie noch nicht. Laut wurde sie noch nicht. Bisher einfach nur so, Kai Julius, unterlass dies. Die Mutter wird sonst streng. Schwanger mit 50, ach, mit über 50, ein Kind um ihren Preis. Hier, dann schläfst du heute hier, machst Campingurlaub. Tjane und Manfred Döring sind in einem Alter, in dem andere schon Großeltern geworden sind. Spielen die gerade Schach mit dem Kleinen? Okay, wie alt ist Kai Julius? Ich habe in dem Alter noch keinen Schach gespielt. Doch bei ihnen gehen die Uhren anders. Seit 6 Jahren sind sie Eltern eines Sohnes. 6. Okay, Kai Julius ist 6. Ein 6-Jähriger, der ist frisch eingeschult worden. Erstmal eine Runde Schach. Manfred Döring wurde mit 69 Jahren zum ersten Mal Vater. 69, die Mama ist ja schon älter, aber der Mann ist fast 70. Unglaublich. Der war also, als das Kind geboren ist, war er 63. Und Christiane Döring wurde mit 52 Jahren zum ersten Mal Mutter. Ist halt die Frage, ob das so fair ist gegenüber dem Kind, ne? Weil wenn das, also, der Opa ist mit 63 Vater, der Vater ist 63 gewesen, ja? Also wenn der ist halt schon 93, wenn der Sohn 30 ist, ja? Und ob man 93 wird, ist die Frage. Sagen wir mal 83 mit 20. Ja, ist auch nicht so schön, den Vater zu verlieren, wenn man so jung ist, ne? Das ist halt die Frage. Ihr ganzer Stolz geht in die Vorschule und hört auf den Namen Kai Julius Donatus Manfredo. Was? Kai Julius Donato Manfredo? Mhm. War klar, dass die so einen extravaganten Namen haben. Aber ihr müsst dann auch damit rechnen, ja, dass das Kind damit aufgezogen wird in der Schule. Genannt. Was natürlich nicht cool ist und nicht korrekt ist, aber es ist nun mal, wir leben nun mal in einer Welt, wo man sowas einfach berücksichtigen muss, wo sowas passieren kann. Das rechtfertigt das Verhalten der anderen Schüler nicht, natürlich. Und Hänseln ist nicht okay, natürlich, aber man muss irgendwo damit rechnen. Kuschelchen, bitte, stellst du den Springer ordentlich hin? Den Springer? Das sind sehr wertvolle alte Figuren. Oh nein. Wem haben die mal gehört, Kai Julius? Weiß ich nicht. Deinem Opa. Kann ich das hier? Hauptsache, der hat auch Hemd und Krawatte an. Das kannst du. Boah, wenn ich so aufgezogen werden würde, ne? Ich würde sagen, meine Eltern haben mich perfekt erzogen. Die waren nicht zu streng, aber die waren auch nicht zu locker. Ja, ich habe eine sehr schöne Erziehung genossen. Ja, und das ist natürlich, oh, also nur zurecht gewesen zu werden, nicht das machen zu dürfen, was du ein bisschen willst. Ein Kind muss auch einfach mal Kind sein. Wichtig.
Dame nimmt deinen Bauern weg. Oh, diese blöde Dame. Komm, ja. Schwarz ist am Zuge. So. Komm, spielst du noch ein bisschen? Kai Julius. ADHS kickt? Mit dem. Er hat gar keinen Bock mehr auf Schach, ja? Aber sie, Kai Julius, spiel weiter. Zieh den Turm nach vorne, Junge. Er ist clever, ja, würde ich mal sagen, bauernschlau. Und ich denke mal, seine Begabung liegt eher auf dem... Ah, sie ist Lehrerin. Hat mich jetzt nicht gewundert. Pädagogik studiert. Im technischen Bereich. Er möchte ja Lokführer werden. Und ansonsten läuft er jedem Handwerker hinterher und fragt ihn aus. Und lässt sich die Handwerkszeuge und die Geräte... Hat der Ballettschuhe an? Das sah gerade aus wie Ballettschuhe. Also erklären und erklären, was er da macht, wozu das alles da ist. Also er wird bestimmt nicht Lateinprofessor. Nicht immer Lateinlehrer. Kai Julius, das ist eigentlich keine Belastung. Ist eigentlich keine Belastung? Sagt er das gerade über seinen eigenen Sohn? Eigentlich? Bro, man kriegt auch ein Kind, weil man das will. Sein erster Satz in dieser Doku über sein Kind ist eigentlich keine Belastung. Aber... manchmal schon eine Belastung. Bruder. Stell dir mal vor, du bist erwachsen und siehst das über deine Eltern. Dass die gesagt haben, eigentlich ist ja keine Belastung, aber irgendwie auch schon. Noch nicht, aber... Noch nicht, sagt er. Ich weiß nicht, was noch, also kommt, nicht? Warum habt ihr ein Kind bekommen, wenn ihr gar keinen Bock darauf habt? Wenn ihr nur darüber nachdenkt, ob der eine Belastung sein könnte? Manfred und Christiane. Warum Kind? Warum diese? Ich bin ja nicht der Jüngste. Papa Döring als Pensionär. Das, wo gibt's das schon so in dieser Form? Ja. Im Frühjahr 2014 treffen wir die Familie zu... Was mich natürlich jetzt interessiert, ob das gewollt war, das Kind, oder ob das ein Unfall war. Zum ersten Mal. Kai Julius ist damals ein Jahr alt. Mhm. Die Eltern sind der Rente näher als dem Spielplatz. Gängige Familienbilder... Oh, kranker Satz. Der Rente näher als dem Spielplatz. Mhm. ...geraten da schon mal ins Wanken. Mhm. Oh nein. Mit hohen Schuhen auch noch, auf hohen Haxen. Lass den Kai Julius nicht fallen. Erst kam die Karriere der Mutter, dann die Verrentung des Vaters und am Ende der Nachwuchs. Die haben gewartet, bis die in Rente sind. Die haben gesagt, andere sagen, ey, ich will erstmal einen sicheren Job haben und so weiter, es muss alles laufen, Leben unter Kontrolle haben, dann können wir uns um ein Kind kümmern. Die haben gesagt, ich muss erstmal Dings in Rente sein. Ich muss in Rente fertig sein, damit wir uns um ein Kind kümmern. Ja, okay. Ja, Milch gibt's. Ja. Da kenne ich meinen Sohnemann. Davon kann er nicht genug kriegen. Wasser mache er nicht, deswegen strecke ich die Milch. Dann morgens kriegt er eine richtige Portion. Ja. Und sonst gestreckte Milch. Ja. Ich kann nur sagen, also bewundernswert, der Mut meiner Frau zu diesem großen Projekt, das man ja mit dem Titel versehen könnte, Leben schaffen. Ihr so- Warte mal, wie redet er über sein Kind? Ein Projekt, der redet von einem Projekt. Ey Bro, das ist ein eigenes Lebewesen, ja, was auch Gefühle haben kann. Stell mal vor, der guckt später das Video. Ein Projekt, welches man... neues Leben nennen könnte. Ja, nee, ist ein Kind. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Vater, ne? Sondern die haben sich dann erst kennengelernt. Also scheint, glaube ich, oder? Habe ich das? Egal, werden wir noch im Laufe des Videos erklären. Ein absolutes Wunschkind. Es war ein langer Weg, bis die Familie zu dritt war. Für eine normale künstliche Befruchtung waren sie bereits zu alt. Okay, ein Wunschkind, künstliche Befruchtung, war sie zu alt, weil sie ist ja über 50. Eine Eizell- und Samenspende von Fremden. Doch das ist hierzulande nicht erlaubt. Für mich war immer wichtig... Der war doch schon mit ihr liiert, aber das ist eher ihr Projekt. Ich glaube, der gute Manfred hat da ein bisschen weniger Bock drauf als sie, ja. Das ist ja geisteskrank, Freunde. Wie redet der über sein Kind? Okay, dann ist das tatsächlich komplett fremde Gene, ja. Fremde Samen, fremde Eizelle, künstliche Befruchtung, ja. Die materielle Sicherheit. Und das ist in Deutschland aber illegal. Damit da nichts mehr schief gehen kann und dann die Familie. Die erste materielle Sicherheit. Ja, das stimmt. Das ist, der Grundgedanke ist ja gar nicht so schlecht, dass du erstmal dein Leben abschließt, nichts mehr passieren kann und dann erst ein Kind kriegst. Aber wenn man 50 und 70 ist oder wie alt die sind, keine Ahnung. Das ist ja, das steht nicht mehr in einem Verhältnis, wenn du dann ein 6-jähriges Kind hast. So, ne? Also, ja, da wird Maggi stutzig, meine Damen und Herren, ne? Früher geklappt hätte, hätten wir es auch gerne genommen.
Aber es hat sich schon abgezeichnet, dass es auf natürlichem Wege nicht klappt. Und da wollte ich eine Insemination haben. Und dann hat man uns aber dahingehend beraten, am Endokrinologikum, dass ja, ich schon ein bisschen zu alt bin. Und man muss dafür ins Ausland, glaube ich, gehen, damit man das machen kann. Damals war ich 45, 46. Ja. Und mein Mann musste ein Spermiogramm machen und da fiel dann auf, dass er keine oder sehr unzureichende Spermien hat. Und da war es dann nichts mit der Insemination. Nee. Es kommt in dem Alter auch vor, dass das nicht mehr halt so gut klappt, ne? Dann war mir klar, dass ich in Deutschland keine Hilfe kriegen kann. Und dann habe ich im Internet geguckt, was es denn so im Ausland für Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich irgendwie Osteuropa waren die. Tschechien, Polen, Ukraine, irgendwo so, glaube ich. VF-Zentren. Und habe mich dann letztlich und endlich für Tschechien entschieden. Ich wusste es! Ich wusste es! Natürlich in Osteuropa irgendwo. Eine genetische Verwandtschaft mit ihrem Sohn gibt es nicht. Nee. Und die biologischen Eltern bleiben anonym. Ja. Es ist Leihmutterschaft nennt sich das. Möglich, ja. Die Sache. Und meiner Ansicht nach sollte alles erlaubt sein, ohne Ausnahme, was technisch möglich ist. Mhm. Solche alten Zöpfe gehören abgeschnitten. Es gibt so viel ungewollt kinderlose Paare, denen geholfen werden könnte. Die müssen alle ins Ausland ausweichen. Für Pensionär. Ist halt wirklich die Frage, ne? Weil wenn jemand Kinder, dann machen sie es. Dann gehen die halt ins Ausland und machen es im Ausland. Dann haben sie dann noch irgendwann den Stress vielleicht mit den Papieren und so, dass das Kind auch einen deutschen Nachnamen kriegt, deutschen Pass, etc. So, das ist halt echt die Frage, ne? Aber ich will jetzt hier keine politische Debatte führen. Die haben es auf jeden Fall in Tschechien gemacht und die sind biologisch nicht verwandt mit dem Kind. Herr Manfred, ist der Neuzugang eine ziemliche Herausforderung? Ja, dass Manfred auf das Kind keinen Bock hat, das haben wir schon gemerkt, ja? Muss wieder lernen zu spielen. Als Pädagoge muss man natürlich auch versuchen, dann auf dieser Ebene etwas. Der Bre hat sich jetzt gedacht, der Bre hat sich gedacht, so, oh geil, Pension, zurücklehnen, Fernsehen gucken, Bierchen trinken, Kind kriegen ist jetzt angesagt, sagt die Christiane. Der hat gar keinen Bock noch auf so einen Dreikäse hoch. Das merkt man. Sich anzupassen. Und weißt du, wie man mit einem Kind umgeht? Klappt. Hat er die Energie bis dafür? Jetzt, ja. Aber ich denke mal, ich muss mir, wenn er heranwächst, immer wieder was Neues einfallen lassen. Sollte Kai Julius Abitur machen, werden sein Vater 87 und seine Mutter 70 sein. 87 und 70. Dennoch sehen sie vor allem die Vorteile ihrer Familienplanung. Das ist eigentlich großer Quatsch, dass man als älterer Mensch mit den Kindern nichts mehr unternehmen kann. Gerade als jüngerer Mensch... Kannst du. Also es gibt fitte ältere Menschen. Aber Fakt ist ja, dass dein Körper belastbarer ist in jungen Jahren. Und du mehr kannst. Und so ein Kind kann belastend sein für Körper und für Geist. So, ne? Und so, keine Ahnung. Stell dir mal vor, also die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, dass man irgendwie eine Krankheit bekommt oder dass irgendwas passiert in den älteren Jahren. So, ne? Und das ist halt doof fürs Kind, so früh einen Elternteil zu verlieren. Ne? Es kann natürlich gut gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es nicht so ist. Da hat die Arbeit erstmal Vorrang. Und viele jüngere Eltern, gerade Väter, sehen ihre Kinder morgens, wenn sie noch schlafen, abends, wenn sie schon schlafen und dann sonst maximal am Wochenende, weil der Beruf eben noch... Ist auch ein Punkt, stimmt. Es gibt Eltern, die sind dann halt so beschäftigt in ihrer Mainzeit und arbeiten so viel, dass die gar keine Zeit fürs Kind haben. Stimmt auch. Sehr viel Zeit erfordert, ist ja auch gut so. Es gibt Kompromiss. Die sollen ja auch weiterarbeiten, aber man muss einen Kompromiss finden. Bei der Mutter gibt es ja auch dann eine Elternzeit, ne? Also die darf sich dann ja auch freinehmen und hat dann ja auch Zeit fürs Kind, so, ne? Ja, komm. Und nach der Pensionierung, oder wenn die Pensionierung schon winkt, dann hat man einfach mehr Zeit und kann mit den Kindern doch alles Schöne unternehmen. Für den schlimmsten Fall ist testamentarisch alles geregelt. Das Sorgerecht geht an eine Freundin. Und mit 18 bekommt Kai Julius Geld für eine Ausbildung. Okay, ja. Ich habe gedacht, der holt jetzt sein Testament raus, aber das sind nur Fotoalben. Auch die Hobbys des Sohnes sind schon geplant. Ah, die Hobbys? Ich werde jedenfalls... an die Stenografie ranführen. Er war auch schon mal mit zu einer Veranstaltung. Und wir haben ja hier unten unseren Karton mit dem Altpapier. Der war schon mit auf einer Veranstaltung? Brudi, der ist eins. Was für Stenografieren? Der ist eins. Und er hat zielsicher ein Blatt rausgefummelt, wo Steno drauf ist. Vielleicht wird er ja schon deutscher Schülermeister oder deutscher Jugendmeister. Die Konkurrenz ist nicht sehr groß. Bruder, der ist eins! Jugendlichen, bei den Erwachsenen schon. Jedenfalls möchte ich versuchen, dann, wenn er schreiben und lesen kann,
Der kann noch nicht mal eine Albumseite umblättern. Was für Stenografieren. Ich will mich kaputt machen. Oh nein, das sind so überehrgeizige Eltern, die dem Kind nichts erlauben, denn nicht mal die leiblichen Eltern sind und einfach 90 sind gefühlt. Das, Wenn er schreiben und lesen kann, ihn dann dem Stenografenverein nahezubringen. Zwei Studienräte und ein Baby. Für Mutter und Vater Dürren war der Kinderwunsch keine Frage des Alters, sondern des medizinisch Machbaren. Mithilfe der Fortpflanzungsmedizin lässt sich die biologische Uhr zurückdrehen. Mhm. 2015 kamen in Deutschland erstmals mehr als 20.000 Neugeborene mithilfe künstlicher Befruchtung auf die Welt. Mhm. Viele kinderlose Paare suchen auch Hilfe im Ausland, zum Beispiel in der Hafenstadt Alicante. Es ist das Zauberwort Eizellspende, das sie dorthin lockt. Eine Methode der künstlichen Befruchtung, die in Deutschland verboten und in Spanien ein Wirtschaftszweig ist. Einer Frau wird eine Eizelle entnommen, die wird dann im Labor befruchtet. Dann hat man ein Embryo, eine befruchtete Eizelle. Und diese Eizelle wird dann einer anderen Frau eingepflanzt, damit die Eizellenspenderin keine Muttergefühle aufbaut. Und nicht denkt so, ich bin die genetische Mutter. Und die Mutter ist dann quasi die Leihmutter, die das Kind austrägt. Die wird dann auch ganz normal schwanger und gebärt das Kind. Ist aber biologisch nicht ihr Kind. Und ich glaube, die muss sogar Medikamente nehmen, damit der Körper das den nicht abstoßt, sondern das Kind halt weiter aufnimmt. Das ist eine krasse Sache. Ist in Deutschland illegal, aber gibt's in vielen Ländern. Ich glaube, in den USA ist das auch legal. In Osteuropa halt. Spanien, Alicante. Alicante, glaube ich, liegt ja in Spanien, ne? Da scheint es auch legal zu sein. In der Klinik von Dr. Aizpurua werden jedes Jahr rund 1200 Frauen behandelt. Die Hälfte kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Die Klinik verfügt über das weibliche Pendant einer Samenbank. Passgenaue Eizellen von jungen, gesunden Frauen. Mhm. Das ist unsere Spenderdatei. Das sind an die 500. Hier halten wir so viele Daten fest, dass es uns automatisiert sehr leicht fällt, basiert auf Äußerlichkeiten eine Spenderin auszuwählen, die in Kombination mit dem Paar ein Kind ergeben kann. Krass, einfach Spanier. Spanischer Arzt, der kann so gutes Deutsch, krass. Kann besser Deutsch als so manche Leute in Frankfurt. Familienausflug mit Familie Döring im Dezember 2015. Ah, okay, der kleine Kai Julius kann schon gehen. Manfred watschelt da hinterher, hat gar keinen Bock natürlich wieder auf seinen Windelscheißer. Ja. Trotz des fortgeschrittenen Alters der Eltern soll es dem Sohn an nichts fehlen. Heute wollen sie in den Tierpark gehen. Mhm. Na komm. Okay, die Unternehmen. Na komm, 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 komm. Kuschelchen, komm. Na komm. Na Julius, komm. Komm. Manfred denkt sich nur so, was soll die Plärre hier? Was mache ich hier eigentlich noch? Ich will doch nur mein Bierchen unter Sofa. Komm. Ja, der Kleine hat Energie, ne? So ist das mit einem jungen Menschen, Manfred, ne? Manfred Döring, pensionierter Studienrat und Vollzeitvater, ist damals 72. Mhm. Alt fühlen er und seine Frau sich trotzdem nicht. Nee, aber so richtig hinterherkommt tut ihr auch nicht. Kuschelchen, damals knapp 3 Jahre, hat bis dahin noch kein einziges Wort gesprochen. Kuschelchen. Ist er süß. Boah, was ist das denn? Den darfst du auch Futter geben, wenn du magst. Guck mal, halt mal die Hand auf, Kuschi. Und dann nimm Futter raus und wirf das dem Schweinchen hin. Wirf es auf den Fußboden. Wirf auf den Fußboden. So holt sich der. Er artikuliert in seiner Sprache, aber das sind noch keine... Hat sie es nicht geholt, das Schweinchen. Ich glaube, die hat gar keinen Bock auf das Essen. Die deutschen Wörter und Sätze. Das wird dann mal ganz plötzlich über Nacht kommen, dass er dann ganze Sätze spricht, druckreif. Du würdest am liebsten würde Christiane wollen, dass der schon stenografieren kann mit 3 Jahren. Also das wäre so das, was sie am liebsten wollen würde. Geschieht vielfach so. Aber er versteht alles. Wir haben so ein Poster mit 100 Tieren drauf und er zeigt auf Anhieb den Feuersalamander und den Zitronenfalter und das Jack und sonst was. Mhm. Mama hat er noch nicht gesagt? Da legen wir auch keinen Wert drauf, auf Mama und Papa. Nee, Mama und Papa ist egal. Hauptsache Stenografieren und Feuersalamander und Zitronenfalter. Ja, Allgemeinwissen, Wissen, Studienrat, Stenografieverein, keine Handys, kein Fernseher. Das ist reine Nachtplapperei und wir würden auch eher mit dem Vornamen angeredet werden wollen und nicht mit Mama und Papa.
Also fühlt ihr euch aber, warum habt ihr euch jetzt für das Projekt Kind entschieden? Warum macht ihr das? Wenn ihr nicht mal Mama, Papa, also nicht mal eine Mutter-Sohn-Beziehung aufbauen sollt, sondern am besten noch Frau Döring soll euer Sohn euch nennen, oder? Die will echt mit Christiane und Manfred angesprochen werden, das ist auch krank. Aber auch die Vornamen kommen ihm noch nicht über die Lippen. Nee, normal, der ist 3, der Kleine. Gefährlich werden. Ja, aber man weiß nie, ein Wildtier ist ein Wildtier. Nee. Eine Familie in ihrer eigenen Welt, mit ihren ganz eigenen Vorstellungen. Ja. Für seine Eltern ist der Spielplatz eine Herausforderung. Ne, ich sag euch ganz ehrlich, der arme Sohn, wirklich. Also wirklich, also völlig lieblos ist das ja. Die wollen einfach nur aus dem einen Studienrat machen, keine Ahnung. Die wollen, dass er deren Namen trägt und irgendwas wahrscheinlich weiter hinaus trägt. Einfach, damit der Name bekannt bleibt oder irgendwie sowas. Die machen das nur aus egoistischen Gründen. Mit 70, Alter. Das ist, die haben noch nicht mehr, die haben echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Für Kai Julius hingegen ein Abenteuer, das er aber nur mit angezogener Handbremse erleben darf. Mhm, vorsichtig ausgedrückt. Jede, auch die allerkleinste Gefahr versuchen sie von dem Jungen fernzuhalten. Es wird gewischt, festgehalten und abgesichert. Aber der Manfred, der ist natürlich noch topfit. Der bringt das Karussell hier ein bisschen in Gang. Ja, ja, Manni. Helikoptereltern im Rentenalter. Mhm, auch noch Helikoptereltern. Ah, das macht er jetzt zum ersten Mal so ein bisschen. Ja, schön, wenn man Liebe und Zuneigung von den Eltern bekommt. Aber wie gesagt, man muss ein gutes Gemisch finden. Kinder müssen meiner Meinung nach auch mal ein bisschen im Dreck spielen. Die müssen auch mal ein bisschen, also einmal so hinfallen oder so, damit, das gehört zum Großwerden dazu. Ja, sonst hast du später alle möglichen Allergien, du verletzt dich bei jeder kleinen Sache und so. Das ist wichtig, dass du einfach auch mal, das macht dich nicht kaputt, es härtet ein bisschen dein Immunsystem ab. Ja? Ja, klein Julius, wir sind ja heute gut in Form. Ja. Gut in Form, so fühlen sich auch die Eltern, betonen sie immer wieder. Mhm. In ihrem Alltag haben sie Arbeit. Ist völlig egal, ihr seid trotzdem relativ alt, so. Arbeitsteilung. Wenn die Lateinlehrerin Döring in der Schule ist, übernimmt der Vater. Oh nein, Manfred alleine. Hast du jetzt die Tiere? Zeig mal den Kraken. Okay, Krake, Bro. Das ist er, ja. Richtig. Mhm. Ich werde gefordert. Das hätte ich sogar falsch gehabt. Ich hätte jetzt auf den Panther gedrückt. Also es sind diese und jene Handgriffe, auf die man sich doch jeweils konzentrieren muss. Aber ihr wisst schon, dass ihr da einen Menschen habt, ne? Und keine Maschine, die ihr irgendwie großzieht oder so, ne? Für einen älteren Herrn auch nicht immer so ganz einfach. Da geht auch manches Glas mal kaputt oder dann muss ich dafür sorgen, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Aber ja, da muss man mal aufräumen und Glas geht kaputt bei einem Kleinkind. Das kann mal passieren. Damit muss man rechnen, wenn man ein Kind großzieht, ne? Also das ist alles gerade ein bisschen sarkastisch gemeint, Freund. Ich bin gerade einfach nur schockiert. Die Hauptsache ist, dass... Wenn ich mit so wenig Liebe groß geworden werden würde und... Also wenig Liebe, aber trotzdem Helikoptereltern. Was ist das für ein Gemisch? Das kann nur ein komischer Mensch werden, dieser Kai Julius. Sorry. Der Kleine... froh und gesund ist. Ja. Und da können wir uns glücklich schätzen, dass wir bisher keine Probleme hatten. Nach Schulschluss kümmert sich seine Mutter um den Kleinen. Danke. Der menschliche Körper wird weiter gepaukt und gelernt. Ja. Wo hast du dein Gehirn? Ja. Mhm. Und das Auge? Ja. Und wo hast du dein Auge? Ja. Mhm. Ich mache die neuen Aufgaben gerne, das ist mein Lebensinhalt. Mhm. Und vorher war an der Stelle nichts, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr intelligenter Mensch wird, später, wenn er älter wird, der Kai Julius, sehr intelligent. Aber er wird definitiv soziale Schwächen haben, da bin ich mir relativ sicher, ja. Nach diesem Lebensinhalt gesucht. Wie gerne wechsle ich ihm das Zeug, die Windel, mache ihm sein Trinken, sein Essen. Das ist richtig schön. Von meiner Warte aus gesehen, lebt man dann in seinem Nachkommen dann weiter, auch wenn es noch nicht, also... Ja, guck mal, man lebt in seinem Nachkommen weiter, das sind rein egoistische Gründe, warum sie jetzt noch dieses Kind, wie nennt man das, adoptiert, gemacht haben in Tschechien, einfach nur, weil er denkt, so, yo, die müssen Nachkommen haben, weil in dem lebe ich weiter, den müssen wir wie eine Maschine erziehen, der muss Studienrat, der muss stenografieren, intelligent sein, kein Handy, bam, 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 und sind dann noch Helikoptereltern, los
dass dem nichts passiert. Jens, natürlich habe ich bei der ganzen Kajus-Geschichte die Grüße vergessen, Freunde. Ja, ist echt zu viel für meinen Kopf. Grüße gehen raus an die Magik, sein als Kanalmitglied Katrin Ziebach, Roblox Girl an Jessica Barth und den ersten Kommentar im letzten Video hat SK geschrieben. Wenn du dieses Video auch gut finden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Mein eigenes Fleisch und Blut ist in dem Sinne. Aber eben, was ich dem Kind geben kann, ist das, was ich also an Erfahrung habe. Und, aber ist ja nicht dein Fleisch und Blut. Fremde Samen. Da spielen auch gewisse musische Aspekte eine Rolle. Mhm. Da sehe ich mich sozusagen weiterleben. Und das ist so eine Idealvorstellung halt. Mhm. Genau. Der Sohn als letztes Puzzlestück zum Glück. Ja. Auch genau. Heute noch? 3,5 Jahre später besuchen wir die Familie erneut. Okay. Herr Julius Donatus ist mittlerweile 6 Jahre alt. Mhm. Der hat natürlich Schach gespielt. Du, komm, spiel weiter. Okay, dann packen wir ein und gehst ins Bett. Dann? Vielleicht schon mal überlegt, dass er gerade keine Lust hat, mal Schach zu spielen, sondern einfach mal sich austoben möchte, raus möchte, irgendwas. Komm bitte nach oben. Ich sehe, du bist müde. Müde Kinder kommen ins Bett. Nein, nein! Ja, oh, der Arme. Sehr lebhaft und Papa ist ja im Ruhestand. Ich hab. Ja, da hätte man drauf kommen können, dass ein 6-Jähriger lebhaft ist und ihr seid. Du bist 70 oder was? Normal ist da eine kleine Differenz. Damit muss man dann klarkommen. Allerhand zu tun. Das Wichtigste ist, ihn irgendwie dazu zu bringen, bei einem Thema zu bleiben, sich zu konzentrieren. Manfred, der denkt sich innerlich nur, ich kann mir eine diese Blage bitte aus dem Haus nehmen. Ich wette, der hat gar keinen Bock auf das Kind. Ich sag's ja, wie es ist. Das versuchen wir jetzt. Du bist in letzter Zeit ihn mit dem Spiel der Kajujus, bitte Ruhe. Zu einem 6-Jährigen, bitte einmal Ruhe, ja? Könige im Schach ein bisschen dazu motivieren, sich zu konzentrieren. Kajujus, das stört ein bisschen. Kajujus, kommst du mit, setz dich mal aufs Sofa. Doch wer setzt hier eigentlich wen schachmatt? Vater Manfred war 69, seine Frau Christiane 52, als sie mit Hilfe einer Eizell- und Samenspende Eltern wurden. Mhm. Und seitdem dreht sich bei ihnen alles. Der Manfred ist die ganze Zeit. Der hat gar keinen Bock. Um den Sohn. Normal. Ist ein Kind. Ich bin jeden Tag glücklich darüber, dass ich dieses Kind habe. Okay, das immerhin. Und gerade dieses Kind. Mhm. Ja. Ich komme gleich hin. Mhm. Ein Kind in der zweiten Lebenshälfte. Eine bewusste Entscheidung der Dörings. Mhm. Und sie sind längst nicht mehr absolute Einzelfälle. Nee, im Jahre 2000 hatten lediglich 23 Neugeborene in Deutschland eine Mutter, die 50 oder älter war. 2015 waren es bereits 134 Babys. Die Fortpflanzungsmedizin hat die Grenzen des Machbaren verschoben. Kai Julius Donatus dagegen lebt eher im Gestern als im Heute. Mhm. Smartphones sind für ihn tabu. Aber das ist Brio-Eisenbahn, das ist auch geil. Ja, habe ich auch geliebt. Boah, ich hatte auch genau diesen Tunnel hier, diesen Bahnhof. Brio ist geil. Dafür hat der 6-jährige Sohn von Ehepaar Döring, einem pensionierten Studienrat und einer Lateinlehrerin, ein richtig großes Kinderzimmer. Also seit Kai Julius da ist, wohnen wir bei ihm zur Untermiete. Er hat nach und nach unser ganzes Wohnzimmer für sich vereinnahmt als Spielzimmer und das soll er auch. Mhm. Dann ist er nie alleine. Andere sagen dann zu ihren Kindern, geh in dein Zimmer. Aber spielt er auch mit Freunden oder nur mit euch? Also nur mal so eine Frage. Also, aber da, dieses Handy frei und so finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Gib dem Kind nicht zu früh das Handy. Und das mit Eisenmann ist auch super, da kann sich das ein bisschen ausleben, ja? Wenn die jetzt Tag und Nacht nur mit dem Schach spielen würden, da würde ich mich so ein bisschen wundern. Weil es muss auch so ein bisschen Energie mal rauslassen, das Kind so, ne? Aber dann ist es ja langweilig. Deswegen hat er eigentlich das ganze Haus. Und vor allem da, wo wir sind, da ist er besonders gerne. Ja, genau, weil er niemanden sonst in seinem Leben hat. Und dann Schlafzimmer, das hat er auch mit mir zusammen. Wir haben zwei Schlafzimmer. Und da mein Mann gerne warm schläft und ich gerne kühl schlafe, habe ich mir so angewöhnt, seit dem Kuschel da ist. Kinder sollen ja nicht so warm schlafen. Da habe ich mir das auch angewöhnt. Und seitdem schlafe ich mit Kuschel in dem einen Ehebett und mein Mann schläft allein im anderen Ehebett.
Und jeder macht sich seine Temperatur, wie er gerne möchte. Ja, das passt ja, ne? Das sind. Also bei denen geht's gar nicht mehr um irgendwelche, was, so Gefühle oder irgendwas. Das ist völlig egal. Einfach rein rational. Wir kriegen jetzt ein Kind, ja? Das ist, ja. Macht Sinn so, ne? Dann lass den Manni alleine schlafen und er schläft jeden Tag bei seiner Mom. Mozart, Klavierkonzert. Solange der nicht mit 16 noch bei seiner Mom im Bett schläft, ist alles gut. Nummer 23. Auch musikalisch geht es bei den Dörings eher klassisch zu. Ja, normal. Normal. Also da hätte man mich fragen können. Ich hätte einen Huni darauf gewettet, dass die hier dem nur Klassikmusik zeigen und dem vorspielen lassen. Stell mal vor, die hören hier jetzt irgendwie Deutschrap oder so. Oh, geil, ey. Da ist auch gar kein Fernseher im Dings. Immerhin was Elektronisches, eine Stereoanlage, immerhin. DJ gibt, läuft Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, Mozart, toll. Das Klavierkonzert Nummer 23 in A-Dur ist der Soundtrack von Kai Julius Nachmittagen. Mhm, der Soundtrack. Mhm, kranker Track. Er hört das gerne. Er hat auch schon aus eigenem Antrieb gesagt, dass es ihm gefällt. Ja, ja, natürlich hat er das gesagt. Es wäre auch schlimm, wenn ihr Musik vorspielen würdet, die ihm nicht gefällt. Ja, dann würdet ihr es ignorieren und würdet ihm irgendwie einreden, dass es ihm gefällt, glaube ich. Von Anfang an wächst unser Kai Julius mit klassischer Musik auf. Ja. Wir geben ihm viel Impulse, wir hatten ihn auch in der Musikschule, nur da hat er jetzt keinen Bock mehr dazu. Da war ich auch. Ein Jahr. Und am Ende, was ich konnte, war, glaube ich, Klanghölzer spielen oder so. Ein bisschen Triangel vielleicht auch, aber mehr nicht. Also das war echt für die Katz. Meine Eltern haben mich danach da rausgenommen, weil es gab so eine Endaufführung und die waren einfach nur so, okay, ein Jahr Musikschule, das konnte der. Ich habe auch nur noch vage Erinnerungen daran. Aber Klanghölzer, glaube ich, war das Richtige für mich zu dem Zeitpunkt. So. Wir müssen noch bezahlen, bis wir rauskommen aus dem Vertrag und er ist nicht mehr zu bewegen, dahin zu gehen. Hat keine Lust mehr. Nö. In der musikalischen Früherziehung ist es ja so mit Ringelpiez, mit Anfassen, so für kleine Kinder. Ne? Und hier zu Hause gibt es eben Mozart und es scheint ihm besser zu gefallen. Jemals mag er da nicht mehr hingehen. Nö, vielleicht auch, weil da andere Menschen sind und der ein totaler Alleingänger schon ist. Genau, frühkindliche musikalische Erziehung oder so, also wie auch immer, so hieß das irgendwie. Du, Kuschelchen, nimmst du mich mal in den Arm? Uiuiui, dann nehme ich dich in den Arm. Also das ist ein super Gift. Dann nehme ich dich in den Arm, weil der gar keinen Bock hat. Sein Blick, also help me. Please help me. Okay? Fühl, wenn Kai Julius mir schon die Tür aufmacht. Ja. So ein Gefühl ist das, genau so eins. Wenn ich vom Dienst komme und Kuschelchen, macht mir schon mal die Tür auf. Oi. Achtung, dass sie sich nicht die Wirbelsäule verknackst. Oh, Mann. Oi, auch mein Kuschelchen. Boah, Manfred hat gar nicht die Bindung zu seinem Kind, gar nicht. Gar nicht. Also ich würde mich mal fragen, ob der in 6 Jahren einmal sein Kind so einen Arm genommen hat und das so gefühlt hat. Und, oder eher so gedacht hat, ich habe irgendwie gerade was Fremdes auf dem Arm. Oh, aber nicht auf die Post aufkommen, das tut weh. Was wieder aufstehen? Ich war schon immer energiegeladen. Das Gefühl, kaputt zu sein, kenne ich nicht. Nee. Ich habe auch noch nie wegen Krankheit in der Schule gefehlt. Nee. Es macht halt Arbeit, aber auch... Seine Kommentare! Es geht nie um was Herzliches, sondern einfach nur so, schon eine Belastung, es macht auch Arbeit, aber es gibt so Momente, wirklich so 10 Minuten vielleicht am Tag oder in der Woche, wo ich denke... Tolle Entscheidung. Oder im Monat vielleicht auch 10 Minuten. Also wirklich, bei ihm geht es nur darum, das ist eine Belastung, das ist eine Einschränkung, was auch immer. Es ist geisteskrank, Freunde. Viel Spaß. Es hält viel Spaß. Irgendwie in Bewegung, munter. Also Christiane ist auf jeden Fall der energiegeladenere Part. Also er sitzt, glaube ich, nur da und guckt sich das die ganze Zeit an, weil der Manfred hat jetzt Bock auf Rente. Ich glaube, der, also, weil, ey. In allen Bereichen. Ich glaube, es war auch eher ihre Entscheidung, nicht seine. Ich auch mich konzentrieren. Es sind viele Handgriffe zu erledigen. Im August kommt Kai Julius in die Schule. Es wird wohl eine Zeitreise in die Gegend. Es wird eine schwere Kindheit. Leider. Ich glaube es. Wart. Hagen bei Bremen. Was hat sie gesagt? Eine Zeitreise in die Gegenwart. Ja, es wird wirklich eine Zeitreise in die Gegenwart. Ja, der kommt dahin.
Der hat noch nie ein Smartphone, noch nie einen Computer gesehen. Plötzlich gibt es technische Sachen, der hört modernere Musik und hängt mit jungen Menschen rum, mit gleichaltrigen Menschen und nicht nur mit einem 70- und mit einer 55-Jährigen. Sonntags mit dem 6-jährigen Kai Julius das Archäologische Museum zu besuchen, ist eines der Rituale der Familie. Natürlich. Natürlich, also geht man mit einem 6-Jährigen zum Archäologischen Museum. Natürlich. Die 58-jährige Mutter fällt auf und wird auch diesmal wie so oft angesprochen. Mhm. Eine Reaktion, die sie bewusst kalkuliert. Ich lege es absichtsvoll darauf an, älter auszusehen, als ich bin. Okay, aber Sie haben ganz bezaubernden Jungen. Ja, und ich lege es deswegen darauf an, älter auszusehen, als ich bin, weil alle anderen jünger wirken wollen, als sie sind und sich die Haare färben oder ähnliches machen. Was, sie rechtfertigt ihr Alter jetzt und sagt, sie will so aussehen? Aber als ob sie jetzt da angesprochen wird und sagt, sind Sie eigentlich so eine alte Mutter? Machen das Leute? Also... Nur um jünger zu wirken. Und da möchte ich absichtsvoll dagegen halten. Absichtsvoll gegen den Trend laufen. Also als ich so klein war, da bin ich mit meinem Oma und Opa an den See gefahren, wir haben Enten gefüttert oder in Freizeitparks ein bisschen Achterbahn gefahren und so, das war cool. Im Museum. Archäologisches Museum macht doch in einem gewissen Alter Sinn, so, aber macht das für ihn jetzt schon Sinn? Sie gleich mit dem Thema konfrontiert, das sie beschäftigt. Vergänglichkeit. Ja, was ist denn da drin? Honigkopf. Da sind Knochen drin. Wenn ein Mensch tot ist, kann er verbrannt werden und das ist der sogenannte Leichenbrand. Das ist gar keine Liebe. Einfach so, wenn ein Mensch tot ist, dann wird er verbrannt. Der Kleine so, wie bitte? Den Leichenwagen. Ja, wo ist er denn? Da hinten. Geh mal hin und leuchte mal rein. Sie weiß, als Familie bleibt ihnen nicht so viel Zeit wie jüngeren Eltern. Und wozu braucht man einen Leichenwagen? Um Tote ins Grab zu fahren. Ja, richtig. Wozu braucht man einen Leichenwagen? Um Tote. Aber hier ist nicht der Einzige. Hier ist auch noch ein Bre. Kann man ja machen so, Freunde. Die machen das jeden Sonntag. Aber das sind so, boah, mit 6 an dieses Thema heranzuführen, so mit Leichenwagen, bla bla und so, kann schon verstörend sein für die kleinen Kinder, ne? Ich. So, nun, wozu braucht man lang und zum Grab zu fahren? Okay. Erklär doch mal. Geh mal zum Skelett und erklär mal, was du da siehst. Okay, was kommt jetzt? Das ist das ganze Skelett. Das ist ein Skelett? Ja. Und in dem Topf ist da was drin? Ich glaube das nicht, dass da nichts drin ist. Oh, da ist wirklich nichts drin. Ja, wir denken schon über Vergängliches nach. Deswegen haben wir unseren Sohn auch sehr gut abgesichert finanziell. Wir haben ein Testament. Hm. Er wird einiges erben. Wir haben verschiedene Immobilien. Das weiß er bloß noch nicht. Also, nee. Er wird nicht... Aber wieso bringe ich ihm das noch nicht bei? So, ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Bringt ihm doch mal bei, wie man so Immobilien verwaltet und so. Bestimmt versteht ihr das. Vor dem Nichts stehen. Niemand kann einen Menschen ewig begleiten. Irgendwann gehen die Kinder aus dem Haus. Normal. Und wenn es nicht so ist, wäre es schlimm. Nun wollen wir keinen Ödipus hier heranzüchten. Ich denke, wenn er 30 ist, und das ist schon ein bisschen spät. Mhm. Das ist dann schon ein Ödipussi. Also wenn er aber vielleicht solltet ihr auch auf die soziale Komponente achten, ja? So, Bildung ist ja nicht schlecht, es ist ja schön, wenn ihr eurem Kind auch ein bisschen was beibringt, so, aber der wird in der Schule mit seinen Freunden nicht, also mit den Leuten nicht klarkommen, so, weil die soziale Komponente fehlt total. Dass er mal auch unter anderen Kindern ist, einfach mal Spaß hat, einfach mal er selber ist, so. 18 aus dem Haus geht oder mit 20 oder so, weit wird er ja nicht gehen, denn er wird das Nachbarhaus... Das gehört ja mir, das habe ich bislang vermietet. Und dann, wann immer er von zu Hause ausziehen möchte, wird er ins Nachbarhaus ziehen. Mhm. Christiane Döring hat genaue Vorstellungen, was das Leben ihres Sohnes angeht. Exakt. Der zieht ins Nachbarhaus ein. Aber was ist, wenn er in eine Großstadt ziehen will? Was ist, wenn er da nicht einziehen will? Das würde Christiane nicht in den Plan passen. Also ein bisschen musste man auch das Kind lassen, ja? Und eigene Wünsche so, weil aber es ist bei vielen Eltern so, dass sie so diesen Weg so vorgeben wollen, ne? Noch kommt sie hinterher, wenn er ihr mal entwischen will. Aber wie lange noch? Das sind alles Waffen. Was? Damit sind die Steinzeitmenschen auf Jagd gegangen. Boah, Speer. Ja, Speerspitzen. Speere. Das ist ein Mittelfußknochen vom Rind. Nee, das darfst du nicht rausnehmen. Nein. Nein. Das gehört da rein, das sollst du ja nur fühlen, ohne es zu sehen. Mhm. Oh, das ist aber zu laut. Kuschelchen. Kuschelchen. Komm bitte. Das ist zu laut. Du, das lässt du bitte. Aber sonst wird die Mutter ganz, ganz sauer. Das ist jetzt wirklich Schluss mit lustig. Ich selber lebe... Man merkt, dass der Kleine einfach auch ein bisschen spielen will.
Mal auf dem Spielplatz oder mit seinen Freunden irgendwas. In der Vergangenheit, in der Antike. Ja, merkt man. Und deswegen werde ich insofern an seiner Lebenswelt nicht teilhaben können. Der arme Caius. In dieser Hinsicht hätte ich aber auch nicht gekonnt, wenn ich ihn mit 30 oder mit 20 bekommen hätte. Nee. Weil ich da diesen neumodischen Kram eigentlich schon abgelehnt habe. Ja, also... Dann lasse ich ihn das lieber... Da bin ich das Gegenteil, ja? Also wenn ich meine Jungs hier großziehe, Alpaki, Löwe und Fridolin-Freunde, das ist also da meine komplette Laissez-faire-Erziehung. Das heißt, dass ich die einfach machen lasse. Die machen ihre Party, die chillen hier rum, aber die sind glücklich. Die wollen nirgendwo anders mehr hin, die werde ich ja auch nicht mehr los. Aber ist auch okay. Die haben hier einen eigenen Raum, ja, können die ein bisschen Party machen. Ab und zu lassen die mich hier rein, damit ich hier Videos drehen kann. Na, aber sonst, das ist das Gegenteil, ja? Alleine machen in der Schule, wenn es dann soweit ist. Also vor 18 kriegt er eh kein iPhone. Wird handyfrei erzogen, fernsehfrei erzogen, süßigkeitenfrei erzogen. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Ja. Also soll die Mutter streng werden? Man lass dir noch ein bisschen mal spielen. Dann unterlass das bitte. Es ist jetzt definitiv Schluss, Kai Julius. Oh, der Arme. Du fängst jetzt an, Blödsinn zu machen. Was eine Kindheit. Es ist definitiv Schluss. Was eine Kindheit, Freunde. Freunde, das war's auf jeden Fall mit Kai Julius und seiner Mom. Christiane Döring. Oder Dörig. Und dem Dad, Manfred Döring. Ich bin absolut schockiert und ich bin raus für heute. Das reicht mir jetzt wirklich. Lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Hier könnt ihr abonnieren, hier könnt ihr auch mein Insta abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos, checkt die ab. Und dann bis morgen zu einem neuen Video. Ciao.